Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und tatsächlich heute zu einem Video und ich glaube auch das erste Video aus dieser Reihe in diesem Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar gibt es heute wieder ein Video aus der Reihe Die Besten ... Und wir starten heute in dieses Jahr passend zum Frühling rein mit den Zip-Hoodies. Ihr seht es auch schon, ich habe gerade schon einen Zip-Hoodie an, passend zum Video. Und ich habe die letzte Zeit so gemerkt, Zip-Hoodies sind eigentlich so mein Go-To, vor allem jetzt in der Jahreszeit. Und deswegen dachte ich mir, starten wir die Serie doch mal einfach mit den Zip-Hoodies. Keine Sorge, umso näher der Sommer kommt, umso näher kommen auch Sommersachen wie kurze Hosen, T-Shirts und auch die ganzen anderen Sachen. Und ich will auch gar nicht so viel labern, weil ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr seid jetzt nicht wegen mir, ihr seid hier, weil ihr coole Zip-Hoodies finden wollt. Ich mache das Ganze diesmal ein bisschen anders, nicht so wie die letzten Male. Sonst habe ich früher immer die Sachen hier so eingeblendet und diesmal werde ich einfach den Screen von meinem MacBook aufnehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen entspannter. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Lieber Oldschool mit Einblenden oder lieber Screen vom MacBook. Und wir starten dann jetzt mit dem allerersten Zip-Hoodie rein, Freunde. Ich hoffe, ich biete euch viel Info. Ich habe echt viele Zip-Hoodies rausgeholt. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 15, 16 Stück, irgendwie so. Also wir haben auf jeden Fall viel Auswahl am Start. Ich denke mal, für jeden wird was dabei sein. Und jetzt legen wir los mit dem allerersten Zip-Hoodie. Viel Spaß, enjoy und hoffentlich danach auch frohes Shoppen. Beziehungsweise, was laber ich? Gutes, erfolgreiches Shoppen. Genau, das wollte ich. Erfolgreiches Shoppen. Wir legen los. Aufgrund dessen, dass wir immer preiswert starten und dann von Zip-Hoodie zu Zip-Hoodie zu Zip-Hoodie teurer werden, starten wir jetzt mit Weekday. Und zwar nämlich einmal mit diesem braunen Zip-Hoodie hier. Den gibt es auch in Blau. Nur ist im Blau leider schon ausverkauft. Kostet 53 Euro. Und ich muss sagen, ich hatte den hier sogar schon mal selber. Ist von der Qualität leider nicht so stark wie andere Zip-Hoodies von Weekday. Der ist sehr dünn, aber was wirklich sehr, sehr krass ist, ist die Waschung. Ihr könnt es schon sehen, der ist von außen sehr, sehr ausgewaschen, so ein richtig geiler Used-Look. Und von innen ist der Zip-Hoodie halt normal. Also von außen ausgewaschen, von innen ist der sehr intensiv. Und ich meine, für 53 Euro macht man da gar nichts falsch. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr, glaube ich, nochmal 10% bei Weekday, wenn ich mich nicht täusche. Das wäre einmal die erste Empfehlung, Weekday. Generell werden jetzt hier meistens Basic-Zipper kommen, weil ich nicht so der Fan von großen, fetten Prints auf Zippern bin. Aber alles ist dabei, keine Sorge. Das war der erste Zip-Hoodie, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut von Weekday. 53 Euro kann man safe machen. Bei der nächsten Brand war ich mir so ein bisschen unsicher, ob ich die wirklich reinnehmen soll, weil die eigentlich jeder kennt. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht doch ganz interessant, so meinen eigenen Erfahrungsbericht zu hören. Deswegen gibt es jetzt die Peso Raws. Unfassbar krass, wer hätte es gedacht. Aber ja, was soll ich sagen, Freunde? Peso Raws Zip-Hoodies, geisteskrank, vor allem hier. Der Stonewash Zip-Hoodie. Leider Gottes sind die ganzen Farben, also Orange, Rot, Bordeaux, Braun, Grün, Blau, alle ausverkauft. Hier überall Bags zu, die sind wirklich alle ausverkauft. Hier muss ich sagen, Braun sehr, sehr geil und Grün auch sehr, sehr geil. Aber ich muss sagen, die Basic-Farben, also hier Grau, Weiß und Stonewash tun es auf jeden Fall auch. 90 Euro, ihr bekommt hier wirklich geisteskranke Qualität und einen sehr, sehr starken Fit. Ich trage den Size L bei 1,82, vor allem eben durch diesen engen Bund unten. Ja, fitten einfach ganz geil, weil die nicht so lang sind, eher cropped, schön boxy geschnitten. Und das wäre auf jeden Fall die zweite Empfehlung. Ist jetzt nichts Neues, ich weiß, aber ich wollte es trotzdem mit reinnehmen, weil vielleicht manche auch meine Erfahrung da wissen wollten, weil sie vielleicht mal überlegen sind, sich einen zu holen. Jetzt wisst ihr. Kommen wir dann jetzt zu LFDY und die haben auch einen Zip-Hoodie am Start, der, glaube ich, schon ein kleines bisschen älter ist. Und zwar dieser Vintage Hooded Zip heißt das Ganze, 90 Euro und hier muss ich auch sagen, finde ich die Waschung extrem, extrem nice. Ist so eine Mischung aus Braun, Rost und Schwarz, aber ich finde, es kommt sehr, sehr stark mit diesem goldenen Zipper. Das Einzige, was mich stört, wären die Kordeln, weil ich bin nicht so ein großer Fan von Kordeln bei den Zippern, aber ich weiß auch hier, Qualität und Fit wird bei LFDY auf jeden Fall gut sein. Ich bin jetzt nicht der allergrößte LFDY-Fan, das solltet ihr eigentlich wissen, aber diese clean Dinger hier, wo natürlich auch klein LFDY draufsteht, geht auf jeden Fall fit. Den gibt es auch noch in so einem Beige-Cremeton, aber der ist dann eher doch nicht so meins. Und die Waschung gefällt mir wirklich extrem, extrem gut. Deswegen checkt den sehr, sehr gerne ab. Gibt es dann auch in allen Größen. 90 Euro. Kordeln kann man einfach rausziehen. Hat man einen schlichten, clean Zip-Hoodie mit einer coolen Waschung. Deswegen auf jeden Fall auch das eine Empfehlung von mir. Als nächstes gibt es hier eine kleine Premiere auf meinem Kanal. Und zwar haben wir jetzt Favela. Habe ich, glaube ich, noch nie irgendwie vorgestellt, weil die auch in der Vergangenheit nie irgendwie Sachen hatten, die mich jetzt krass angesprochen haben. Aber ich habe gesehen, die haben in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr viele geile Zip-Hoodies rausgehauen. Unter anderem auch dem hier. Ihr wisst, blau, bin ich großer Fan von, blauer Zip-Hoodie, sehr, sehr geil. Und ich muss sagen, ich finde das Design hier irgendwie nice. Mir gefällt es mit diesen 3 angedeuteten Pfeilen und im Groben und Ganzen auf jeden Fall ein cooler Zip-Hoodie. Sieht cool aus, kostet auch 90 Euro, gibt es in allen Größen. Hier steht aber 2 bis 6 Wochen Lieferzeit.
Also ich gehe davon aus, dass es Pre-Order ist. Ich weiß auch, ich hatte in der Vergangenheit gehört, dass da irgendwas auch mal mit Favela war, aber ich weiß nicht ganz genau, ich will auch hier nichts Böses sagen. Wenn ihr Erfahrungen mit Favela habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, das wär's zu Favela, Freunde. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Wie gesagt, seid vorsichtig, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau wegen der Versandzeit. Eine Brand, die auch auf jeden Fall rein musste in dieses Video, ist einmal Moscats. Ja, Moscats habe ich auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Zip-Hoodies selber von. Und ich kann bestätigen, die sind wirklich sehr, sehr nice. Haben jetzt auch wieder neu gedroppt. Wir haben ja unter anderem welche in Pink und Gelb. Sind jetzt nicht so krass meine Farben, die ich jetzt tragen würde. Aber zum Beispiel hier, der blaue gefällt mir ganz gut mit dieser Waschung und diesem Print hier auf der Brust. Und auch der braune hier, ne, könnt ihr hier sehen, National Park Maintenance. Ja, finde ich, sieht cool aus. Und braun kann man auch safe machen, 90 Euro. Und da kann ich euch bestätigen, fit und auch Qualität ist auf jeden Fall sehr, sehr gut bei Moscats. Auch Versandzeit geht alles fit. Und da war ich bis jetzt immer sehr zufrieden, deswegen Shoutouts an Moscats und könnt das auch sehr, sehr gerne abchecken. Da weiß ich, dass die gut sind. Und das wäre es mit der nächsten Brand, und zwar Moscats. Wir machen auch direkt weiter. Es wird ja alles abgehakt. Zack, 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 zack. Aber denkt dran, alle Links sind auch in der Beschreibung, Freunde. Ganz vergessen zu sagen, alle Links sind in der Beschreibung. Wir machen weiter mit Root Atelier mittlerweile. Und ich muss sagen, bei dem Zip-Hoodie bin ich mir eher so ein bisschen unsicher. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich ein Zip-Hoodie ist. Der ist bei der Kategorie Hoodies und Sweaters. Sieht aber irgendwie aus vom Material wie eine Trainingsjacke. Vielleicht sieht es auch nur so aus auf den Bildern, aber es sieht irgendwie aus, als hätte das so ein Nylonstoff. Aber der sieht auch auf den Fit-Picks, vor allem hier könnt ihr sehen, crazy aus. Also sieht wirklich sehr, sehr krass aus. Kostet 95 Euro. Bei Root wissen wir eigentlich auch alle, Fit und Qualität ist immer on point. Habe ich auch jetzt schon mehrere Sachen von, bin ich großer Fan von. Nur ich weiß nicht, ist es wirklich ein Zip-Hoodie, weil er sieht auch hier irgendwie ein bisschen aus wie so eine Bomberjacke so mäßig. Aber auch der Grünton gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und kann man auf jeden Fall mal abchecken. Und ich meine, bei Root gibt es 10%, wenn man sich in den Newsletter einträgt. Ja, merken für alle Füchse unter euch, die ein bisschen Geld sparen wollen. Das wär's zu Root. Ist ein geiles Ding. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr clean aus. Ich glaube, zum nächsten Zip-Hoodie muss ich gar nicht so viel sagen. Habe ich hier die ganze Zeit an. Ihr könnt schon sehen, ein unfassbar cleanes Teil. Und dazu habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht. Deswegen, Vested Zip-Hoodie ist leider nur noch gerade in einer L da. Aber für alle Leute, die eine L tragen, gönnt euch den wirklich, ein Hammerteil. Guckt euch auch mein letztes Video an, da habe ich den auch an, beziehungsweise auch ausgepackt. Habe euch alles dazu erzählt und ich kann nur sagen, Fit-Bombe, Quali-Bombe, Vested, einfach Bombe, bin ich großer Fan von. Und ich trage ihn sehr, sehr gerne, deswegen wollte ich ihn mit reinnehmen. Sehr, sehr cooler Zip-Hoodie, hier könnt ihr auch sehen, auch die Kapuze steht perfekt. Und der kostet auch 95 Euro, also bewegen uns eigentlich die ganze Zeit so grob bis jetzt im selben Preissegment, immer so 90, 95 Euro. Das wäre der nächste, will ich gar nicht viel zu sagen. Vested kann man auch sehr, sehr gerne abchecken. Machen wir weiter mit Returnity und die haben auch eigentlich einige Zip-Hoodies am Start. Hier hätten wir erstmal den Zip-Hoodie, den ich auch in der letzten Zeit in vielen Videos oft getragen habe. Grund dafür, erstens, der Fit und Quali ist auch hier sehr, sehr stabil. Und ich muss sagen, ich finde dieser Orangeton, ich hätte es nicht gedacht, kommt aber irgendwie übel nice. Auch getragen bei mir finde ich, dass dieser Orangeton einfach geil aussieht. Ich bin großer Fan davon. Mit diesem schwarzen Stick vorne, Returnity auf clean, gefällt mir einfach. Trage ich sehr gerne. Und die haben hier auch noch ein paar von ihren Returnity Essentials in Stock. Kosten 85 Euro, sind halt eben clean. Basics haben aber auch denselben Fit und dieselbe Qualität. Auch hierzu der Link wie zu allem anderen in der Beschreibung, Freunde. Sehr, sehr wichtig. Und ja, das wäre es zu Returnity. Kommen wir dann jetzt zu einer Brand von einem guten YouTube-Kollegen von mir. Und zwar nämlich einmal an Vane von Robert Friedrichs. Da sind leider die Zip-Hoodies fast schon alle ausverkauft, bis auf den Washed Brown Zip-Hoodie. Und das Besondere daran ist, ich habe hier nämlich sogar einen, dass die Zip-Hoodies extrem, extrem cropped geschnitten sind und sehr boxy geschnitten sind. Muss man mögen, aber wenn man es feiert, dann sind die auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das hier wäre einmal der in grün, ne? So sieht das Ganze aus, ist auch jetzt hier keine Werbung, nur Liebe an meine YouTube-Bros. Ist halt sehr kurz geschnitten, sehr breit geschnitten, aber findet auf jeden Fall extrem, extrem wild. In braun habe ich den nicht, aber der ist in braun eben noch verfügbar, kostet 100 Euro, ist relativ basic, aber ich würde mal sagen, der zeichnet sich eben durch seinen Schnitt aus, der sehr besonders ist. Shoutouts an Robert und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Zip-Hoodie. Ne, es geht weiter, weiter, weiter. Racer Worldwide ist die nächste Brand mit diesem Zip-Hoodie und ich weiß, der wird wahrscheinlich sehr, sehr viel nicht gefallen. Und der gefällt auch mir nicht zu 100%. Ich glaube, ich würde ihn selber gar nicht tragen.
Aber ich weiß, es gibt viele, die den auf jeden Fall feiern werden. Deswegen nehme ich ihn mit rein. Kostet 130 Euro. Sehr extravagant vom Design, würde ich sagen. So auf Camo angelehnt, aber so ein weirdes Camo irgendwie, was man so gar nicht wirklich kennt. Vorne noch mit einem schwarzen Stick, denke ich mal. Es wird wahrscheinlich ein Stick sein. Ja, das ist ein Stick. Und das hier wäre einmal der Fit. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus, aber man muss es auf jeden Fall feiern und das werden wahrscheinlich nicht alle machen, aber ich wollte es trotzdem mit reinnehmen. Ich denke mal, es wird einige geben, die den feiern, deswegen Link in der Beschreibung. Racer Worldwide hat auch wilde Sachen. Auch der ist eigentlich ganz cool, deswegen checkt es sehr, sehr gerne ab. Link in der Beschreibung, Freunde. Wir machen auch direkt weiter. Kommen wir dann jetzt zu mittlerweile einer meiner Fave Brands und zwar nämlich Entire Studios. Ihr könnt es schon sehen, mit einem sehr besonderen Zip, würde ich sagen, ihr könnt es schon sehen. Und zwar geht der nämlich oben hin gefühlt bis zur Nase. Und ihr bekommt hier auch die ganze Zeit so ein All-Around-View vom Zip-Hoodie. Der ist komplett schwarz, plain, nichts ist drauf. Sehr, sehr krasser Fit, sehr krasse Qualität, das weiß ich. Und ist einfach was Besonderes. Ich meine, so ein Zip-Hoodie sieht man auch nicht oft. Gibt es auch noch mit Design, sage ich mal, in anderen Farben. Hier zum Beispiel in Blau oder auch in Rot. Ich muss sagen, ich finde aber das Artwork hier irgendwie nicht so geil. Die Waschung ist aber geil. Da finde ich den schwarzen irgendwie cooler. Kostet 149 Dollar. Einziger, wirklich sehr, sehr fetter Kritikpunkt bei Entire Studios. Ihr müsst, ich glaube, 80 Euro Versand zahlen. Das Ganze kommt aus Asien. Habe ich auch gemacht. Zoll kommt auch noch drauf. Lohnt sich erst, wenn ihr, sage ich mal, mehrere Sachen bestellt. Wenn ihr jetzt nur den bestellt, dann tut es schon echt weh, diese 80 Euro Versand. Es tut auch so weh, wenn wir ehrlich sind, das ist viel zu viel Geld für Versand. Und wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ende. Machen direkt weiter. Ein, zwei Zip-Hoodies kommen noch. Ich bin aus der Puste. Egal, weiter geht's. Eine Brand, die auf jeden Fall in so einem Video nicht fehlen darf, ihr wisst es alle, ist Represent. Meine, ja, würde ich schon sagen, Top 3 Brand, die es so gibt, weil von denen habe ich wirklich so viele Sachen. Und die haben auch nice Zip-Hoodies am Start. Das Ding ist nur, ja, es gibt ja hier zum Beispiel, könnt ihr sehen, die Blanks. Ich muss aber sagen, die Blanks gefallen mir vom Fit irgendwie nicht so krass wie die normalen. Wobei der Fit, glaube ich, gleich ist. Aber irgendwie, es fühlt sich anders an. Und mir gefällt der Blanks Zip-Hoodie, bin ich euch ehrlich, gefällt mir nicht so gut. Aber wir haben den Zip-Hoodie zum Beispiel. Und der gefällt mir optisch auch sehr nice. Mit der Waschung, diesen Gelbakzenten, diesem leichten Backprint. Hier den Print auf der Brust. Gefällt mir. Kann man safe machen. Kostet 205 Euro, was wirklich bitter ist. Wer einen Represent 20% Rabattcode braucht, ich habe da ausreichend, folgt mir auf Instagram, schreibt mir auf Instagram und dann klären wir das, ja? Dann gebe ich euch einen. 20% auf alles bei Represent, aber ihr müsst mir auf Insta folgen, ja? Sehr, sehr wichtig. Und ja, das wäre der Zip-Hoodie, gefällt mir wirklich sehr gut. Link in der Beschreibung, ne? Ja. Und als letztes hier in diesem Video kommt eine Brand, die ich eigentlich, glaube ich, gar nicht vorstellen wollte. Hab mir aber dann gedacht, Jan, du musst die Brand vorstellen, weil in jedem Video, wo ich einen Zip-Hoodie von dieser Brand trage, kommen hunderte Kommentare. Jan, woher ist der Zip-Hoodie? Woher ist der Zip-Hoodie? Weiß jemand, woher Jans Zip-Hoodie ist? Die ganze Zeit, deswegen, jetzt seht ihr es. Cole Buxton, meine Lieblings-Zipper auf dem ganzen Markt. Wirklich die besten Zipper, die es gibt, sind leider geisteskrank teuer mit 165 Pfund, was auch so knapp 200 Euro sind. Aber erstens, fit, geisteskrank. Zweitens, Qualität, Real Talk, die beste Qualität, die ich bei einem Produkt bis jetzt erlebt habe. Der Zipper, geisteskrank, die Verarbeitung, geisteskrank und es ist einfach ein Hammerding. Ist clean, basic, ihr könnt es hier sehen, es gibt einmal in Grau, in Hellgrau, in Grün, in so einem Washed Purple, in Beige, dann hier noch in Schwarz mit einem Print, in Blau mit einem Print, es gibt in Neon Grün mit, okay, der ist jetzt nicht so wild, aber das hier ist der, den ich habe, ne, sold out leider, tut mir leid. Aber es sind noch andere hier am Start und die sind wirklich, wirklich Hammer. Wenn ihr einen Zipper haben wollt, den ihr wirklich gefühlt euer Leben lang tragt, dann zieht euch den, weil die sind wirklich crazy, aber sind halt auch einfach leider sehr, sehr teuer. Deswegen der letzte Zipper in diesem Video, teurer wird es nicht. Und das wäre es dann auch eigentlich mit dem Video gewesen, Freunde. Das waren alle Zipper. Ich hoffe, ich konnte euch viel Inspo bieten und wir sind fertig. Super. Das waren alle Zip-Hoodies. Ich hoffe, dieses Video geht auch nicht zu lange und ich hoffe, ich konnte euch viel Inspo bieten. Wenn es irgendwas gibt, was ich vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, Jan, der Zip-Hoodie ist geisteskrank, den musst du auf jeden Fall abchecken, in die Kommentare damit, supportet euch gegenseitig in den Kommentaren und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, lasst gerne auch nach oben da, folgt mir auf Insta, lasst ein Abo da und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche, genießt die Zeit, genießt das gute Wetter und wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, ciao!